Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Ages of Minecraft. Und wir stehen hier vorm Didis und ja, das gibt's auch noch. Aber Genau. da machen wir heute nichts. Genau, wir wollten einfach mal eine andere Location und so. Szenerie, genau. Du stehst im Bild. Ich stehe im Bild. Hallo, hier bin ich. Ja, wir hatten ja die letzten Male mit Buildcraft Pipes ein bisschen rumgespielt und dabei ist mir aufgefallen, dass ich erstens anscheinend Diamond Pipes überhaupt nicht kann. Mit anderen Worten, ich habe gesehen, dass die anders funktionieren, als ich dachte. Ich brauche mal ein paar Pipes. Wir Dementsprechend haben muss was ich. Neues, Mod-Technik übrigens. Ja, genau, das Modpack wurde ein bisschen geupdatet, richtig? Wir sehen jetzt, was wir abbauen können. Yay! Olé! Redstone Engine brauche ich 4 Stück. Wir haben nämlich noch mal was vor, mit hier direkt weiterzumachen. Wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz? Kannst du schnell Holz holen? Ja, ich bin der Holzhacker. Ich baue. Lebt denn der alte Holzhacker noch? Holzhacker noch Holz? Okay. Wir brauchen eine Emerald Pipe hier. Emerald. Nee, nicht Emsulin, nur Emerald Transport Pipe. Genau, das ist nämlich eine Extraction Pipe, bei der man filtern kann. Also im Prinzip eine Wooden Transport Pipe, nur dass ich sagen kann, okay, du sollst nur das und das rausnehmen. Das hätten wir dann zum Beispiel drüben nutzen können, dass wir nur eine Kiste brauchen. So, habe ich sonst alles? Ich glaube ja. Nein, ich brauche noch 3 Lever. Ja, wurscht, kann ich eh gerade nicht benutzen. Da kommt der Holzhacker. Dann können wir hier noch die Redstone. Nein. Soll ich es jetzt auch noch da reinlegen? Ja, bitte. Das war aber kein Deal der Abmachung. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, jetzt stürzt Minecraft ab. Das wäre es gewesen. Aber jetzt haben wir Holz. Okay, dann muss ich das Ganze nochmal machen. 3. Und Dirt. Dirt haben wir auch. Und die ganzen restlichen Pipes lege ich auch mal ernsthaft wieder rein. Die Wooden Gears haben kein Rezept. Oh, jetzt muss ich Mann. Echt Wooden Gear Rezepte machen. Echt mal, Flo. Nee. Ich guck mal, was unsere Schafe machen. Und ich glaube, ich nehme mal Scheren mit. Gear? Da, Wood Gear. Ah, nur Wood Gear, okay. Hier, das da hätte ich bitte gerne. Dankeschön. Das ist zwar super einfach, aber. Naja. Für Buildcraft, glaube ich, brauchen wir das noch ein paar Mal. Drum ist es ganz praktisch, das zu haben. Buildcraft habe ich übrigens hier hinten ins Interface rein. Oh Gott, es ist ein anderes Wood Gear. Willst du mich jetzt. Da freut er sich doch. Ernsthaft, das ist günstiger. Ja, ich lasse das mal drin. Und so. So, darf ich jetzt meine Redstone Engine bitte craften? Dankeschön. 3 Stück, Dankeschön. 1, 2, 3. Ha? Na? So, jetzt macht kommt er der denn Zeit. gerade? Jetzt Ah, kommt der hier sieht man übrigens, was er Zeitpunkt. macht. Hier, er craftet gerade. Ja. Es kommt der Zeitpunkt, wo du merkst, dass ich schon irre viel mit dem ME hier gemacht habe. Wo ist denn der Storage? Hinter mir. Im ME-Interface? Nee, ich meine, wo ich die Rezepte rein tue. Die Pattern. Hier unten. Ach, im anderen Raum, okay. Ja. Hier, bei den Interfaces. Oh, das sind sehr wenig. Nicht ganz so viel Platz. Yep. Genau. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir ja theoretisch hier ein klitzekleines Problem haben. Wenn wir hier einen Überlauf haben, drum machen wir das jetzt ganz blöd und einfach und sonst was. Und wir machen hier auch wieder so eine Loop rein. Ist zwar jetzt nicht sonderlich elegant, aber ist mir jetzt wurscht. Nee, Moment, die Loop gefällt mir nicht. Die gefällt mir aus dem Grund nicht, weil es
mir eins zu viel. So ist besser. Da ist nämlich nur eine Überschneidung und nicht mehrere. So, dann kann nämlich hier die Kohle sich meinetwegen tot drehen. Und hier machen wir dasselbe. Dann dreht sich das jetzt hier vielleicht ein paar Mal, aber im Prinzip ist es wurscht. Gut. Werden Eisenplatten eigentlich schon gemacht? Nee, alles was mit Maschinen ist, das müssen wir noch machen. Das wollte ich auch schon länger angehen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Wir könnten jetzt theoretisch hier bei der Diamond Pipe noch was ändern, aber das haben wir jetzt so schön eingestellt, das lohnt sich jetzt gar nicht, das umzuändern. So. Meine Güte, was wir mittlerweile für Sachen haben. Was ich jetzt heute aber gern machen würde, ist, wir haben hier immer noch die Bronze Blast Furnaces, die zwar eigentlich an sich gut funktionieren, aber eigentlich immer keine Charcoal haben und zu viel Tiny Pile of Dark Ashes haben. Dementsprechend werden wir die jetzt, ich hätte vier gebraucht, mal automatisieren. Das Problem ist, wir können nur eine Seite benutzen. Diese Kiste muss weg. Splitter, war ja klar. Schauen wir mal, ob wir die benutzen. Dazwischen ja, können wir ganz einfach Cobblestone legen. Und hier müssen wir auch wieder ein mehr oder weniger Überlauf einbauen. Und hier schließen wir jetzt eine Emerald Pipe an. Nee, die verbinden sich natürlich wieder nicht. Dann machen wir das anders. Emerald obendrauf. Und hier rüber. Genau, dann passt das. Dann eine Kiste noch daneben, damit es eine Doppelkiste ist. Die Engine irgendwo dran. Machen wir mal da. Passt das hier? Da kriege ich eine drauf. Da kriege ich eine daneben. Dann brauchen wir noch eine. Und in dieser Emerald Transport Pipe können wir jetzt eben sagen, was wir haben wollen. Das heißt, wir können uns da jetzt mal kurz eins davon schnappen und können sagen, okay, bitte pack raus Eisen und Charcoal. Und wir können jetzt sagen, soll es eine Whitelist sein, soll es eine Blacklist sein oder soll es Round Robin sein? Also mit anderen Worten, nimm erst Eisen, dann Charcoal, dann wieder Eisen, dann wieder Charcoal. Sonst nimm das halt einfach, wie es hier drin ist. Das finde ich eigentlich ganz nett, drum machen wir das mal. Und wenn wir das Ganze jetzt hier reintun, passiert nicht viel, weil wir den noch nicht angeschlossen haben. Drum packt man da jetzt schnell einen Hebel dran. Und wenn das jetzt losgeht, dann genau, wird jetzt hier Eisen und Mann, das ist zwei Eisen. Das war nur ein Eisen. Hä? Sag mir, dass das ein Grafikbug war. Das war ein Grafikbug. Okay. Dann wandert jetzt hier Charcoal und Eisen eben raus und in die entsprechenden Inventare rein. Wobei interessanterweise nur ein Eisen irgendwie immer drin sein kann. Das ist ein bisschen komisch, aber wie auch immer. Und hier können wir jetzt die mal anmachen. Und dann kommt nämlich hier sowohl Stahl als auch die Tiny Pile of Dark Ashes raus. Die gehen jetzt natürlich in die falsche Richtung. Und hier auch rein. Warum gehen die jetzt hier rein? Weil hier gerade Stahl drin ist, aber im Prinzip kommen sie auch wieder raus. Ja, super. Ich liebe es, wenn Maschinen kein Can-Extract die den Boolean nicht richtig setzen. Wie auch immer. Ja, ist auf jeden Fall, es ist vielleicht nicht perfekt, hundertprozentig perfekt, aber es macht auf jeden Fall mal das, was es soll, etwas besser. So eine Redstone Engine hätte ich gern noch. Dankeschön. Lalalalalalala. Und noch ein Lever. Oh. So, und ich habe Sticks. In der Zwischenzeit jetzt mal ein bisschen gecraftet und habe Scheren? Shears? Wie heißen die eigentlich? Scheren? Scheren, ja. Scheren zum Schafe entwollen.
gemacht und die setze da setze ich gleich mal ein paar in eine Kiste, damit die da hinten bei den Schafen vorrätig sind, dass man nicht ständig immer hin und her laufen muss. Und setze die erste gleich mal wieder ein, weil ist ja schon wieder alles weg. Hier sieht man übrigens jetzt im Crafting-Status schön, was er gerade macht. Also man sieht, er craftet erst alle Planken und dann, wenn er die alle gecraftet hat, dann macht er hier jetzt die Sticks. Aber jetzt habe ich es natürlich gecancelt. Ich wollte da drauf drücken, aber ist im Prinzip wurscht. So, jetzt haben wir ein paar Planken. Auch gut. So. Kann man ein bisschen Eisen mitnehmen? Das haben wir nämlich hier jetzt einiges wieder. 100, ah, doch weniger, als ich dachte. Na, ich habe noch 52 im Inventar, falls es Aber das auf jeden Fall ausmachen haben wir sollte. wieder Kupfer. Da haben wir fast 400. Haben wir echt weniger, als ich dachte. Komisch. Aber viel Magnetitdust. Den können wir mal nehmen. Und in die in Electrolyzer packen. Da kommt nämlich dann Eisendust raus. Zwar leider nicht 1 zu 1, aber immerhin etwas. Na, ich nehme mal trotzdem ein bisschen mehr Eisen mit. Und die Pipes, die brauche ich eh nicht mehr. Die kann ich schon mal wieder reintun. Die Ashes, das brauche ich auch nicht. Ich habe noch Kakaobohnen. Da kannst du mal was mit anfangen, Daniel. Ich will jetzt erstmal unsere farbige Wolle sortieren, dass die irgendwo sinnvoll. Sinnvoll wird relativ. Weil so viel Platz haben wir nicht mehr. Dann kommt Wolle halt unten hin. Wir haben keine Charcoal mehr. Drüben noch ein bisschen. Ich habe auch noch ein bisschen, glaube ich, was im Inventar. Aber ja, das sieht nicht viel aus. So, und jetzt kann hier Eisen raustransportiert werden. Und hier packen wir jetzt noch eine Redstone Engine dran. Soll ich dir ein bisschen Charcoal zuwerfen? Jetzt habe ich natürlich keinen Platz für den Lever. Verdammt! Machen wir mal das andersrum. So. Und das funktioniert und ja, die werden schon irgendwann mal die richtige Richtung finden. Ich kann leider auch nicht sagen, hier mit Iron Pipe nur in die Richtung, weil ja, dann wird hier nichts mehr befüllt. Es ist so ein bisschen meh. Aber hier kommt jetzt Stahl rein. Dauert zwar etwas, aber immerhin. Und theoretisch kannst du, wenn du willst, die Charcoal einfach nur in die Kiste packen. Ich habe sie wieder zurück in die Barrel gepackt. Okay. Warum haben wir so viel rote Wolle und keine So, da andersfarbige? sollte kein Stahl rein, da soll Eisen rein, bitte, danke. Das ist das, was ich meinte. Das ist so ein bisschen meh. Jetzt, ne, eigentlich soll der Charcoal rein, aber die haben wir gerade nicht mehr. Ja, dass da irgendwie alles akzeptiert wird, dementsprechend natürlich, dass die Gefahr besteht, dass er da irgendwie. Ne? Ah. Dass er da irgendwas falsch macht. Ah, da ist noch ein bisschen Eisen. Also wie gesagt, einen guten Stack habe ich wieder Hab's gesehen. reingehauen. So, aber die Charcoal funktioniert. Das heißt, wenn wir die jetzt da reinhauen, dann wird die raus exportiert. Jetzt schauen wir mal schnell, da passt's. Und da passt's nicht. Da müsste auch Charcoal rein. Na super. Gib mir mal mindestens ein Charcoal. Damit hier das Richtige drin reinkommt. Gut. Ich meine, hauptsächlich ist erstmal wichtig, dass die Charcoal da reinkommt. Alles andere. Also sagen wir mal so, im oberen Slot war es irgendwie so, er füllt nur eins immer rein, also bis maximal eins. Im unteren Slot hat er auch bis 64 aufgefüllt. Was bedeutet, boah, muss ich jetzt echt sagen, da darf. Nee, das macht keinen Sinn. Das heißt, unten die Charcoal kann eh aufgefüllt werden und Eisen hält eh länger. Und dann sollte eigentlich so viel Eisen hier rumschwirren, dass das dann immer hoffentlich rechtzeitig reingeht und sonst was. Schauen wir mal. Naja, auf jeden Fall erhoffe ich mir davon einfach, dass ich weniger oft beschäftigt bin mit Sachen rausnehmen.
Und ja, jetzt bin ich wahrscheinlich mit beschäftigt mit das Richtige umwechseln. Also es ist auf jeden Fall nicht perfekt, klar, aber immerhin, es macht irgendwas. Gut. Du bist wo? Unten, untere Keller im Lager. Wenn ihr euch fragt, wo habe ich eigentlich den ganzen das ganze Ding her? Ich habe mir hier mal angeguckt, was Daniel denn hier eigentlich überall alles so in die Wand rein tut. Das kriegt man immer gar nicht mit und dann sieht man da, oh, 115. Ah, gut. Was mache ich in die Wand? Oh, 93 Magnetit. Oh, ein Eisenohr. Das Ach würde man so. auch da drüben besser hinpassen. Solche Sachen verdeckt man dann hier an der Wand. Ja, das Problem ist, es ist mir in den Barrels lieber als irgendwo in den Überlaufkisten. Ja, mir ist es im ME lieber. Ja, dann müssen wir mal dafür sorgen, dass es rüberkommen kann. Jupp. Müssen wir. Yeah, zwei Eisen mehr. Das wird jetzt hier exportiert. Ne, das wird auf der anderen Seite exportiert. Und masseriert. Genau, wunderbar, passt. Perfekt. So, wenn ich Gut. jetzt noch wüsste, ob wir irgendwo noch Pressure Tubes haben. Haben es Pressure Tubes? Die weiß ich nicht. Im Zweifel würde ich ja vermuten, in irgendeiner Überlaufkiste, aber. Im ME. Im ME, ja, super. Das ist aber weit weg. Ja, so geht's mir auch immer. Das ist blöd. Wir sollten. Gibt es ja auch wieder Wireless ME? Ja, Cool. das ist ja ganz normal ME. Wir brauchen Tja. definitiv mehr Charcoal. Ich habe keine Ahnung, irgendwie in letzter Zeit nimmt die Charcoal-Produktion irgendwie ab. Ich habe hier viel zu viel Tiny Pile of Dark Ashes im Inventar. Wieso kommt da so wenig Holz? Ach, jetzt laufen sie wieder. Kaum beschwere ich mich, sind sie wieder voll. Was war die ganze Zeit da los? Die letzten Male, wenn ich geguckt habe, waren diese Furnaces immer komplett leer. Chunk vielleicht nicht geladen, irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mich noch erinnern, der Flo hat irgendwann mal Teile von den Leitungen abgerissen und neu gesetzt, damit es wieder geht. Ja, also das war halt vor der Aufnahme. Da stand ich da und dachte mir, aha, irgendwie kommt da kein Holz. So, und jetzt wüsste ich gern, wo geht eigentlich die Charcoal hin, wenn sie fertig ist, gerade so aktuell. Also, was passiert damit? Die habe ich gerade hier gesehen. Lang flutschen, da geht sie lang. Hier runter. Folgen wir sie mal. Hier hin, okay. Hier findet sie aber nichts, um reinzukommen. Geht zurück. So, ganz theoretisch Geht zurück. wird die Wolle jetzt sortiert. Darüber, da. Ich sehe sie da. Ah, die kommt hier hin. Aha, wahrscheinlich unten zu den. Hier unten, kann das sein? War da was? Da, genau, da kommt die Charcoal rüber. Okay. Hier zu den Öfen hier, die mittlerweile sogar wieder Charcoal haben. Ach, schau an. Ach, schau an, das ist ja fast voll. Das ist ja schön. Yay, tschüss Wolle, ab in den Keller. So. So, und jetzt kommt hier der ganze Haufen wieder. Aber das war nämlich auch letztens mal komplett leer. Das ist doch schön, wenn das hier nicht mehr komplett leer ist. Und ich will jetzt fürs Lager noch Aufzüge haben. Was meintest du? Aufzüge, achso. Denn das Ro runter und hochgehen nervt. Gut, also hier ist die Charcoal dann bald voll. Das ist okay. Ja, also auch dieses System hier, das ist total Katastrophe, dass hier jedes Mal die Charcoal hier in einer Endlosschleife durchrennt. Nein. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass das irgendwie anders ist.
Warum hat das eigentlich so eine Pause drin? Ist das immer, wenn hier gerade ein Stack genommen wird oder was? Wirkt so ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Jetzt habe ich die Wolle einsortiert und jetzt möchte ich Aufzüge bauen, damit ich schneller an die Wolle komme, wenn ich im Lager bin. Und braucht dafür die Aufzüge, bin deshalb rübergegangen und habe nicht genug Wolle im Inventar gehabt. Oder im ME gehabt. So ein Stress. Tja, das ist mein Problem, exakt. Genau das ist mein Problem. Wir bräuchten ein System, wo wir aus dem Lager eingelagerte Sachen rüber in den anderen Raum schicken können auf Befehl. Befehl. Das wäre toll. Wieso ist hier Tiny Pile of Dark Ashes drin? Wenn das funktioniert in der Blast Furnace, ich wäre so glücklich. Na, aber wie ihr seht, hier ist jetzt eigentlich nichts mehr im System drin. Das ist jetzt alles in der Kiste. Das ist, wie gesagt, es dauert zwar ein bisschen, aber er wartet jetzt hier auf Charcoal, um die rauszunehmen. Was okay ist, weil er braucht eigentlich eh mehr Charcoal. Das würde ich... Kann ich ihm sagen, nimm 4-mal Charcoal und 1-mal Eisen? Probier mal einfach mal aus. 2, 3, 4. Jetzt tue ich 5 rein. Er nimmt raus. 1, 2, 3, 4... 5. Ah, das funktioniert tatsächlich. Das ist cool. Weil das ist genau das Verhältnis, das wir brauchen. Dann kommen die nämlich im richtigen Verhältnis raus. Schick. 18, 70. Und da tue ich jetzt trotzdem mal. Also nein, es geht wie erwartet nicht. Mal Charcoal rein, dann kommt nämlich hier eventuell auch irgendwann mal Charcoal rein. Egal. Ach, geht nicht so ganz auf, wie ich wollte. Aber egal. Ja, und was wir mit diesem Tiny Pile of Dark Ashes machen, müssen wir auch mal überlegen. Das ist nämlich richtig Katastrophe. 1670. 1670. Nee, 2240. 1670 hier und das ist, was habe ich vorhin gesagt? 1870, also hier. Vielleicht? Bitte? Direkt unter mir. Hui. Ich bin bei 7069. Also 1670, 1869. Ja, 1769. Was muss ich bei diesem komischen Elevator noch beachten, außer dass sie übereinander stehen? 1869. Ja. Dass da nicht zu viel Blöcke dazwischen sind. Das glaube ich nicht. What? Das sieht schon besser aus. Ach, jetzt geht's. Ja, jetzt hast du ja Blöcke, die dazwischen waren, weggemacht. Es dürfen nur 3 Blöcke oder so dazwischen sein. Ach so, also tatsächlich Blöcke, nicht Entfernung. Ja. Okay, das ist natürlich kreativ. Gut. Nee, dann, eigentlich nicht. Ja, macht ja sogar Sinn. Dann buddel ich halt Löcher, ist auch schön. Eigentlich ist es nicht kreativ. Ja, das auch. Genau. Haben wir hier unten eigentlich noch irgendwas? Chrome Dust, was du mir alles versteckst, das ist der Wahnsinn. Gell? So, wenn ich jetzt wüsste. Oh, da ist recht viel Eisen. Was? Ach, solches Eisen, okay. So langweiliges Eisen. Kannst du mir mal sagen, wie, auf welcher Ebene die. Ne, musst du, glaube ich, gar nicht. Oh. Da, wo das Loch ist. Oh, gut. Ha, passt. Ah, der Gang ist, meinst du? Zack. Hui. Zu hoch. Ah, da kommt noch einer rein, oder? Das ist ein. Passt. Ah! Ja, ich wollte eigentlich zum Eisen. Gut, dann kann ich wieder zumachen.
Also du willst da noch mal raus? Da ist Eisen. Ja, da ist mehr Eisen, ja. Soll ich dir Licht machen? Ich brauche nur was zum Stehen. Das ist so das größere Problem gewesen. Oh, da ist Quarz. Naja, wir haben übrigens mittlerweile diesen Mod reingenommen, der einem anzeigt, mit was kann man das am besten abbauen und kann ich es überhaupt abbauen und habe ich das schon erwähnt gehabt? Wir haben Bin vorhin mir über nicht sicher. Mods geredet, dass wir was Neues drin hatten, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was wir Da ist echt genau. viel Eisen. Was denn? Ich Ich warte, glaube, dass jetzt ich habe zumachen ich's. kann, aber. Warum ist hier Cobblestone? Ich habe ein bisschen Angst, aber ich mach's mal weg. Nee, ist nichts mehr. Okay. Ja, jetzt kannst du zumachen. Ich mache hier noch ein bisschen so halb zu, damit hier nicht irgendwie noch was spawnt und ich hier keine Fackel platzieren muss. So. Zu. Wunderbar. Und jetzt noch die mutwillige Zerstörung. Wo komme ich das her? Ja, Hey, das. 12 Eisen. So. Aufzüge! Wuhu! Yay, und jetzt hätte ich gerne noch einen Aufzug, der rüber geht ins ME. Ja, das nennt sich dann Rolltreppe. Das wäre doch mal was. Aus Pistons. Oh Gott. Duf, duf, duf. Nee, es sollte bitte genauso schnell sein wie die Aufzüge. Ja, träum weiter. I had a dream. Ich glaube auch. So, gut, dann glaube ich. Glaubst du? Glaube ich. Was das für die Folge? Mhm. Ja, wir könnten beim nächsten Mal. Ne, das überlegen wir uns noch. Genau. Aber. Ich gucke jetzt noch mal von hier oben auf die, aufs Didi. Sieht auch von hier oben sehr schön aus. Ja, hier auch so durch Büsche durch. Ja, ich bin über dir. Genau. Genau. Also mit diesem Ausblick. Verabschieden wir uns. Au revoir. Until Und bis next zum time. nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Servus. Das Eisen.